Und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz. Wir sind jetzt hier wieder versammelt bei Star Trek, der offiziellen Raumschiffsammlung. Aber bevor ich hier das Video aufnehme für das nächste Schiff, möchte ich mich mal ganz kurz beim Support von Interabo ganz recht herzlich bedanken. Ihr wisst ja, in dem Video von Deep Space Nine habe ich ja erwähnt, dass hier eine von den Undock-Schleusen fehlt. Ich habe mich jetzt erst drum gekümmert, eine neue zu bekommen. Das ging alles sowas von ohne Probleme und ich kriege eine Ersatzlieferung und ich darf die hier sogar noch behalten und hast nicht gesehen, ich wollte nochmal vielen, vielen Dank sagen, ich muss im Übrigen auch keinen Cent dafür zahlen, Hammer, dieser Support von Interabo ist der Hammer, gibt's nicht mehr sehr oft solchen Support, muss doch mal gesagt sein. Gut, Deep Space Nine beiseite, hallo Nummer 13, die Borg-Sphäre, oh, und wie immer stört mein Aufbau. So, zack. Ich geh mal weg, Akira. Du auch, Enterprise. Danke sehr. Da haben wir sie, die Borg-Sphäre. Aktiv war sie ist sie im 24. Jahrhundert. Ihre Geschwindigkeit reicht sogar bis zum Transwarp. Ihr Durchmesser ist bei 600 Meter, Besatzung 11.000 Drohnen. Ja, Zugehörigkeit Borg-Kollektiv. Ach, sag bloß. Schiffstyp, taktisches Langstreckenschiff, aktiv im 24. Jahrhundert, Durchmesser 600 Meter, Besatzung 11.000 Drohnen, interessant, 11.000 Drohnen, Höchstgeschwindigkeit, es ist transwarpfähig, Bewaffnung, Traktorstrahlen, Schneidestrahlen und Projektilraketen, klingt irgendwie doppelt gemoppelt, ja. Da haben wir ein wunderschönes CGI-Bild. Das ist ganz schön beeindruckend, das Schiff. Der Anblick einer Borg-Sphäre löst stets Entsetzen aus, bedeutet er doch mit großer Sicherheit die Assimilation. Nein, nicht so richtig. Dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir mal das Innere einer Borg-Sphäre. Wie man sieht, von innen ist sie auch ziemlich rund. Hier haben wir Seven, wie sie die Transwarp-Sprule der Sphäre stiehlt in das ungewisse Dunkle. Eine Borg-Sphäre, die durch einen, steht das hier, wie das jetzt richtig genannt wird? Da auf der Seite steht, die Borg-Sphäre, die während der Start um Sektor 01 von einem beschädigten Borg-Kubus abgesetzt wurde, konnte durch den Ausstoß von Chronotonpartikeln einen temporalen Vortex öffnen und zurück ins Jahr 2063 reisen, wo die Borg den ersten Kontakt der Menschheit mit den Vulkaniern verhindern wollten. Ja genau, Star Trek First Contact. Hier haben wir ein Winkulum und ein Datenstrom dazu. Mal gucken, was steht denn da? Eines der wichtigsten Elemente an Bord eines Borgschiffes war das Winkulum, oder ist das Winkulum? Diese Prozessoreinheit enthielt eine transneurale Matrix, die alle Drohnen an Bord geistig verband, sodass alle Informationen zwischen allen geteilt wurden und die Borg wie ein einziges Wesen handeln konnten. Das Winkulum unterdrückte auch alle individuellen Gedanken und Erinnerungen an die Zeit vor der Assimilation der Drohnen. Langer Text. Da es das Herzstück eines Schiffes, des Schiffes darstellt, war das Winkulum tief im Inneren versteckt und durch zusätzliche Panzerungen geschützt. Ja, und wenn man da einen kleinen Virus reinsetzt, flippen die Borg gerne mal aus, ne? Siehe das Winkulum, die Episode, wo Seven von einem manipuliert wird. Ah ja, die Assimilation. Ja, das, was wohl die Borg auszeichnet. Hier haben wir Jean-Luc Picard assimiliert aus First Contact. In TNG sah es ein bisschen anders aus, aber gut, die TNG-Kostüme der Borg waren ja auch grauenvoll. Der Assimilationsprozess war so grauenvoll, dass Picard
noch Jahre nach seiner Befreiung unter Albträumen litt. Ach, Mann, der soll sich nicht so haben. Arm ab, Bein ab. Dann kommen da irgendwelche Implantate drauf. In Star Trek 8 wurde ihm sogar ein Auge ausgestochen. Mein Gott, dieser Kommentar ist merkwürdig. Ja, hier sehen wir, die Borg hauen hier ihre komischen Rötchen ein in die Halsschlagader. Und nach einigen Sekunden sieht man dann so aus. Eklig. Ich kann Borg nicht leiden. Ja, und das ist jetzt hier der Punkt, den ich meine. Die Borg nehmen gerne mal so einen Arm ab und ein Bein ab und dann kriegt man hier so eine wundervolle Prothese. Einem wird auch gerne mal das Auge ausgestochen, um dann weiterblättern zu können. Ist ja wirklich grauenvoll. So, Design der Borg-Sphäre. Und wie wir sehen, sogar die Concept Arts sehen schon aus wie das fertige Produkt. Da gab es so anscheinend nicht sehr viel dran zu ändern, dran zu machen. Naja, es ist ein Borg, mein Gott. Entwurf der Borg Queen. Eine sehr interessante Borg Queen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, dieses Konzeptart gefällt mir auch besser als das Endprodukt. Ach, da sehen wir auch schon, wie sie sich das gedacht haben, wie die Borg Queen zusammengesetzt wird hier oben. Interessant. Noch mehr Borg Queen. Borg Queen, Borg Queen, Borg Queen. Ja, dann wollen wir mal gucken. Erster Auftritt, der erste Kontakt. TV-Auftritte der Borg-Sphäre, muss man mal dazu sagen, und nicht unbedingt der Kubus, der da steht. TV-Auftritte hatte die Sphäre in Star Trek Voyager, entworfen von John Eaves. Wichtige Auftritte, der erste Kontakt und das ungewisse Dunkle von Star Trek Voyager. Ja, da kann man beipflichten. Ja, so, Wissenswertes. Im Jahr 2378 war die Sphäre 634 eines der wenigen Schiffe, das doch in Kontakt mit der Borg-Königin stand. Nachdem diese von Admiral Janeways neuralen Virus infiziert war. Die Sphäre folgte der Voyager durch einen Transwarp-Korridor zum Alpha-Quadranten und setzte das Schiff mit ihrem Inneren in ihrem Inneren fest. Ja, die Borg nehmen gerne ihren Traktorstrahl und ziehen die Schiffe in sich rein, um sie assimilieren zu können. Als die Sphäre den Transwarp-Korridor verließ, wurde sie von dem Föderationsraumschiff durch einen transphasischen Torpedo zerstört. Die Voyager war frei und zurück im Alpha-Quadranten. Ja, an der 10 hat mich schon immer eins gewundert. Man jammert immer so rum, ja, Photonexplosion, zu nah am Schiff, die Photonexplosion könnte auch uns zerstören. Warum konnte dann die Voyager gefahrlos ein Transphasentorpedo in einer Borg-Sphäre zünden? Während sie in der Sphäre ist. Voyager. Seven of Nines, vollständige Bezeichnung war Seven of Nine, tertiäres Attribut von Unimatrix 01. Diese Untersektion des Kollektivs arbeitet eng mit der Borg-Königin zusammen. Ja, das ist ja klar, weil 01 bedeutet, es ist die erste Unimatrix, ne? Schauspielerin Alice Creek hatte als Borg-Königin einiges zu erdulden. Die erste Version ihres Gummikostüms war so starr und scheuerte derart, dass ihre Haut davon Blasen bekamen. Ja, das hört sich doch sehr nett an. Dazu waren die silbernen Kontakte so unbequem, dass sie höchstens 4 Minuten getragen werden konnten. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Die Frau tut mir leid. Ja, als nächstes kriegen wir den romulanischen Bird of Prey, den wir in Star Trek Enterprise gesehen haben. Hier haben wir nochmal ein schönes Bild der Borg-Sphäre und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich sage schon zu Tobi, irgendwie ist das Ding genauso groß wie ein Baseball, oder? Sehr interessant. Hier haben wir jetzt die Borg-Sphäre. Für ein Borg-Schiff ist die wirklich unglaublich krass detailliert, muss ich mal sagen. Und wie wir es schon sehen, wir können sie drehen, wohin wir sie wollen. Sie sieht überall gleich aus. Es ist ja auch eine Kugel. Ja. Sehr interessant, was ist das hier? Ist das ein Schildgitter? Oh, interessant. Ist jetzt nur mal so, um es mal zu zeigen, die passt gerade mal so in meine Hand, die Borg-Sphäre. Das Ding ist schon, wie gesagt, guckt euch diese krassen Details an. Was ein Paintjob alles ausmacht.
Obwohl ich jetzt eins nicht verstehe, sag mal, wenn die Sphäre ein Schiff assimilieren will, ja, ist das dann hier die Luke? Dreht die sich dann extra noch so zum Schiff hin? Sehr interessant. Ich denke mal, oder? Naja. Gut. Naja, mehr gibt es an der Sphäre ja nicht zu zeigen. Das ist ja das Problem. Hier, guckt mal. Sieht von oben wie von unten gleich aus. So, dann stellen wir mal den Baseball dahin. Der Ständer ist mir soeben heruntergefallen. Nein, was ich sagen wollte, der Ständer ist sehr schön gemacht, wie ich finde. Ist mal einer von den Modellen, wo der Ständer ausnahmsweise mal gut ist. Eine Sekunde, ihr hört bestimmt das Rascheln und das Klebeband knarksen. Einmal den in der Mitte. So, ihr seht ja hier, das ist runder. Das kommt jetzt hier einfach so. Hat man hier so dieses Loch in diesem Runden und dann steckt man das da so rein und dann stellt man das da so drauf. Fertig ist die Box wäre. Ich habe allerdings endlich mal, ich habe da schon sehr lange drauf gewartet, noch eine Kleinigkeit bekommen von der offiziellen Raumschiffsammlung. Zwar den dazugehörigen Kubus. Ja, ich habe endlich wieder ein Abo geschenkt bekommen. Ich habe auch endlich die Enterprise bekommen. Die All Good Things-Variante der Enterprise. Wartet mal. Ich zoome mal ein bisschen raus. Scheiße, das ist schon der Maximum-Zoom. Die Box, der Kubus ist zu groß. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe auch die Enterprise bekommen mit den drei Triebwerken. Also die Galaxy Dreadnought, die hier mit modifiziert eben. Dazu mache ich allerdings ein Special-Video morgen. Das hat einen Grund, den werdet ihr dann erfahren. Zum Borg-Kubus. An sich ist er cool. Also man hat hier einen Lichtschalter. Wartet mal, ich drehe das mal ganz kurz um. Nicht an die Kamera stoßen. Ja, ihr seht da schon das Batteriefach. Und jetzt lass ich mal gucken. Ja, hier ist der Lichtschalter. Zack, jetzt ist er aus. Seht ihr hier schon, jetzt hat er auf einmal weiße Flecken. Und wenn ich das Licht wieder einschalte, haben wir auf einmal grüne Flecken. Das ist cool. Also ich muss schon sagen, dass man hier einen beleuchteten Borg-Kubus bekommt, ist richtig geil. An sich macht das Ding mal abends an. Das ist richtig, richtig cool. Wartet mal, ich mach ganz kurz das nochmal nach hinten. Zack. Wie gesagt, weiter raus kann ich leider nicht. Das ist jetzt wirklich hier das Beste, was ich euch bieten kann an Auflösung. Es tut mir sehr leid. Ja, dieser Borg-Kubus hat allerdings eine Menge, wie ich finde. Ich stelle das jetzt mal hin. Es täuscht jetzt hier durch das Licht. Ich kann ja mal hier so mein. Scheiße, ich krieg's nicht blockiert, richtiges Licht. Nee, es wird zu sehr beleuchtet. Wenn ich jetzt mal hier die Borg-Sphäre dazu packe. Der Borg-Kubus ist nicht gerade detailliert. Also wir haben hier zwar überall die Leitungen und so, ja, aber der Paint-Job, das ist hier wirklich einfach bloß aus schwarzer Plaste gegossen, zusammengeklebt und gut ist. Und wir gucken mal ganz kurz. Warte mal, ich stelle nochmal die Sphäre auf Seite. Wir sehen hier fünf Löcher. Wir sehen hier dieselben fünf Löcher. Hier sind dieselben fünf Löcher. Hier und hier. Gut, okay, es ist ein Borg-Schiff. Borgschiffe sind sehr symmetrisch. Kugeln, Sphären, Kugeln, Sphären, Quatsch. Kugeln, Würfel, ein paar Quader. Das ist ja Borg-Architektur. Irgendwie ist es trotzdem, es ist etwas plump. Außer natürlich die Seite. Die Seite, naja, das ist das Batteriefach. Da haben wir keine Beleuchtung. Aber nichtsdestotrotz, ich finde diesen Borg-Kubus dafür, dass er etwas plump ist, ist er trotzdem geil. Ohne Frage. Ja, man hätte vielleicht die Löcher hier, die grün leuchtenden Dinger, etwas anders anordnen können. Aber na gut, bevor man nichts päpstlicher sein als der Papst, ist es trotzdem cool. Und eigentlich an sich, die Details sind schon gut. Es wäre eben schön gewesen, hätten sie noch einen Paintjob draufgepackt. Gut, okay, das ist der Borg-Kubus. Abo-Geschenk Nummer 4. Hier kommt nochmal die Borg-Sphäre ins Bild geflattert. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei der Enterprise. Wie nennen sie die? Enterprise der Zukunft, glaube ich, steht, ist die offizielle Beschreibung von Interabo. Besser gesagt von der offiziellen Raumschiffsammlung. Ich glaube ja.
Nehmen wir sie einfach Galaxy Dreadnought Refit. Bei der sehen wir uns das nächste Mal wieder und vergesst eins nicht, liebe Freunde. Wenn ihr eine Sphäre oder einen Borg-Kubus seht, das bedeutet meist eure Assimilation.